Liebe Slimer, willkommen zurück zu einer weiteren und spannenden Folge von Slime Rancher. Und jetzt, ja, gehen wir da rein und ich bin zu 100% sicher, dass es hier neue Slimes geben wird. Aber was für welche, das werden wir herausfinden. Ich glaube, radioaktive, falls ich das richtig gesehen habe, in der Folge von einem anderen YouTuber. Aber das werden wir gleich herausfinden. Schauen wir mal. Noch habe ich keine Slimes gesehen, außer hier so einen blauen. Ja, den habe ich schon vorhin gesehen. Ist ja nichts Neues für uns. Da unten sind komische roten. Ne, da sind die. Ja, okay, die kennen wir auch noch alle. Ja, ja, die kennen wir alle noch. Ah, die kennen wir auch alle. Was ist hier für Gemüse? Okay, da können wir nicht rausziehen. Ist hier irgendwas Neues? Pink Slimes haben wir auch super viele. So. Ist hier, wo sind denn die Slimes denn? Verdammt, du sollst verschwinden. Na, verschwinde doch mal von hier. Na, was ist denn los heute? Wo sind die radioaktiven Slimes denn? Die ich euch versprochen habe. Wovon ich eigentlich ausgegangen bin. Davon bin ich ehrlich gesagt hundertprozentig ausgegangen. Na, es ist blöd, dass sie jetzt angegriffen werden. Wir sind ja da oben. Keine Ahnung. Ach, da hinten ist auch noch eine Höhle. Ah, okay. Warte mal. Okay, hier ist nix. Gehen wir mal hier hoch. Aha, aha, aha. Da ist eine Höhle, aber radioaktive Slimes habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nee. Da hinten ist irgendwas. Komm, versuchen es mal. Just for fun. Oh, 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 oh. Das müsste aber klappen. Das müsste reichen. Das müsste reichen, aber auch nur ganz knapp und minimal. So, bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Das ist wahrscheinlich eh nicht vorgesehen, dass wir hier hinkommen. Aha. Wir machen immer Sachen, da kommt kein Mensch drauf, ne? So, hier ist eine Kiste. Und ein Hühnchen, okay. Unwichtig. Richtig unwichtig. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist ein Slime drin. Was ist das denn jetzt noch? Wo ist das Ding? Heartbeat? Ich glaube, das haben wir doch schon mal angezüchtet. Ist das das Zeug? So, wo sind wir hier? Da hinten sehe ich was, Leute. Da hinten, da hinten. Guck, da stehen an, den grünen. Den grünen. So, da haben wir den radioaktiven Slime, wie ich versprochen habe. Ich dachte schon, ich muss euch enttäuschen, aber nein. So, da ist einer. Da ist noch einer. Hier unten ist einer. Wow, wo bin ich hier, Leute? Das ist ja mal voll verrückt. Wo bin ich? Das ist dieser eine Weg durch die Höhle? Nee, das ist irgendein anderer Weg, wie ihr seht. Wow. Wartet mal. Kurz checken. What the fuck? Ach du Scheiße. Wow, hier ist ein fetter radioaktiver Slime. Was die fressen, werden wir noch herausfinden. Wow, wir haben echt viel zu tun jetzt. Scheiße. Das wird richtig crazy. Das war kein Chikadu. Wow, wow, wow. Aber wo sind wir denn jetzt hier genau? Ich blick hier gar nicht mehr durch, wo wir sind. Ne? Ey, ich habe mich mega verlaufen, Leute. Warum sind die denn so verstrahlt? Hä? Die sind böse, irgendwie. Irgendwie sind die böse. Aber in welcher Form, das werden wir noch herausfinden. Hier geht's nicht weiter. Hier ist eine Brücke. Okay. Ich habe mich mega verlaufen, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, ne? Gar nicht mehr. So. Da oben sind noch ein paar radioaktive Slimes. Ich versuche mal so am besten 50 Stück mitzunehmen. Wenn wir das hinkriegen. Da unten ist auch noch einer. Oh Mann, was ist... Wo bin ich? Also ich habe mich jetzt mal mega verlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Und hier ist auch noch ein Fetter. What the fuck? Was frisst er denn? Veggie. Der ist Vegetarier. Ach, shit. Den können wir noch mit Karotten füttern. Wow, das ist ja mal voll crazy. Und hier ist auch noch eine Kiste. Scheiße. Nee, jetzt mal ohne Spaß, ey. Das ist ja mal verrückt. Heftig. Ey, was sollte der eigentlich noch essen? Wir haben also diesen fetten radioaktiven Slime, also den grünen. Dann haben wir noch diesen blauen fetten.
Und was weiß ich, was wir noch hier finden. Hier ist irgendwie ein Tor. Kann ich aber, glaube ich, rüberspringen. Ja, funktioniert. Moment mal. Wo sind wir hier, ey? Ich blick da gar nicht. Hier sind Wasserslimes, okay. Hier sind schöne Wasserslimes. Ja, ja. So, wo seid ihr? Wo seid ihr, meine Freunde? Die Wasserslimes sind ja sehr, sehr schwer zu züchten. Ich brauche halt immer Wasser, ne? Ah, da war, glaube ich, noch einer. Da vorne ist er. Ja, der gammelt hier in schönen, sprudelnden Wasser, was wahrscheinlich aus irgendeiner Quelle kommt. Und hier Früchte sind kein Plan. Ey, wo sind wir, Leute? Ich blick da gar nicht mehr durch, ey. Wow. Ey, ich bin über... ich bin überfordert, ey, wirklich. Das sind so viele Slimes hier im Moment. Wow, und dann noch irgendwie Sachen, die wir noch nie gesehen haben. Und dann hier diese komischen Slimes, die zusammenhängen. Das ist auch total verrückt, ey. Guck mal, hier können wir mal hoch. Okay, hier ist nix. Ich will nicht irgendwie irgendwas verpassen, ne? Guck mal, hier ist anscheinend auch nix. Das sind keine Schikadus. Stony Schicks sind das, okay. Hier wächst leider nichts im Moment. Das dauert noch ein bisschen. Eieiei, ey, das ist ja mal voll krass. Ich bin schon gespannt, wo wir hier rauskommen. Also, der Weg, der ist ultra lang. Ultra. Wow, hier ist eine Höhle. Oh, Moment. Was wollte ich denn machen? Eigentlich wollte ich Licht anmachen. Was machen wir dann? Und hier ist noch einer. What the fuck? Jetzt mal ehrlich, was soll das? Ich blick da gar nicht mehr durch. Bald. Jetzt mal ohne Spaß. Komm da hoch. Da hoch. Kommt auch nicht. Ah, verdammt. Wow, 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 wow. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Kann ich hier hoch wenigstens? Warte mal. Das müssen wir mal kurz ausprobieren. Na. Hallo? So, hier geht's hoch, ne? Das heißt, ich kann auch irgendwie darüber fliegen. Wenn ich hier hochkomme und dann kann ich nämlich hier schön springen und rüberfliegen. Wenn die Leiste mal schneller vorgehen würde. So, so geht das. Anders funktioniert's nicht. Aber wohin? What the fuck? Wo bin ich, Leute? Ich will nach Hause. Ich will langsam aber sicher nach Hause. Ich vermisse mein Zuhause. Ich vermisse mein Zuhause. Mega vermisse ich mein Zuhause. Ich vermisse es. Ich vermisse es wirklich. Wow, 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 wow. Krass. Krass, wo bin ich? Ist das hier der eine Weg, wo der Fettsack sitzt? Ist das der Weg? Ach, hier ist dieses... Ah, warte mal. So, das muss jetzt erstmal sein. Meine Güte. Ich war überfordert, aber mega krass überfordert. So. Hallo, warum wollen die nicht rein? Wenn die hier... wenn die pinken Slimes bei euch frei rumlaufen, das ist gar nicht gut. Die fressen alles, ne? Steht ja auf Diet Everything. Warum das jetzt allerdings so langsam geht? I don't know. So, Pokéfrüchte können wir hier reinschießen. So. Können wir uns mal hier rum kümmern. Müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal hin. So, diese blöden Kanister hier, die sind eigentlich unnötig. Wir haben so viel Kohle. Stellen wir die Scheiße mal. Brauchen wir nämlich nicht. Dämonisch. So. Erstmal Red Slimes reinballern. So, die sind auch Vegetarier. Das heißt, wir müssen hier ein Wägefeld mal anlegen. Wasserslimes brauchen ja nur Wasser. Ah, verdammt, warte mal. Ich habe eine andere Idee. Das muss direkt hier, damit ich das Futter direkt darüber schießen kann. Deswegen werden wir hier die Wasserslimes hinballern. Porn. So, ne? Okay. Kann ich die hier reinballern? Die können jetzt hier rumlungern. Und hier müssen wir ein Gemüsefeld anlegen. So, Garden. Oder? Ja. Und dann hier erstmal alles verbessern.
Kohle genug haben wir ja. Das ist der beste Garten der Welt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir pflanzen. Ich denke mal, Karotten sind am einfachsten und am schnellsten. Was ist das hier für ein Weg? Aha. Auch noch irgendwas Spezielles. Das ist ja mal spannend. Ja, müssen wir jetzt nur noch Karotten anlegen. Und, ups, gucken, dass wir die, boah, die strahlen natürlich übelst Strahlung aus. Und hier im Dunkeln sieht das natürlich schon am coolsten aus. Ich glaube, wenn die irgendwie hier im Freien wären, dann sähe das gar nicht so cool aus. Deswegen ist das eigentlich ganz cool, wenn wir die da Licht an. Dass wir die da drin lagern. Ja, erstmal ein bisschen aufräumen. Braucht der was? 7 Minuten geht da aus, ey. Ja. Okay, und hier ist auch noch was gewachsen in der Zwischenzeit, wo wir fort waren, ne? Braucht der? Auch nicht mehr lang. So, ziehen wir das Zeug hier raus. Boah, ey, Hunderte. Wahnsinn. So, 50. Okay, das war's jetzt erstmal. So, das Zeug mal entsorgen. Endlich geht's mal schneller. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es ewig lang gedauert hat und wir haben kein Futter mehr hier, sehe ich. Es wächst jedenfalls nicht mehr. Ja, auf jeden Fall in der nächsten Folge massig viel zu tun, aber massig viel. Ich muss hier noch ein paar Karotten pflücken, damit wir mal ein paar Karotten pflanzen können. Guck mal hier. So, 3 Stück, oder was? Hier müssten eigentlich nochmal hier welche wachsen. Okay, das sind die Früchte. Dann sind sie hier vorne. Okay, so, hier haben wir auch noch ein Gehege und da hinten auch noch eins. Und hier theoretischerweise auch eins. Aber wir wollen ja nicht übertreiben. Wir wollen die ja schön in Ruhe und normal züchten. So kriegen wir das natürlich nicht hin, wenn wir da überall Gehege anlegen. Das funktioniert nicht. So, hier wollte ich eins machen, ne? So. Und da hinten. Und dann sind wir erstmal fertig für heute. In der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall nochmal dahin. Auf jeden Fall. Das wird richtig krass, ey. Richtig unfassbar krass. So, na, komm schon. Ich glaube, hier können wir auch nochmal mindestens eins mal von Garten machen. So. So, fertig. So, bis zum nächsten Mal bei Slime Rancher. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jopik oder Cortana.